Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monkey Island, auf der wir uns auf Monkey Island befinden und von Monkey Island fliehen wollen. Deswegen heißt das Spiel ja auch Flucht von Monkey Island. Das war jetzt viel Monkey Island in kurzer Zeit. Lass uns einfach mal mit dem Spiel beginnen. So, als erstes würde ich gerne wissen, also Schuhe haben wir definitiv keine mehr, warum auch immer. Die haben es uns anscheinend ausgezogen. Dafür haben wir noch das Kunstbein und das war's. Für was braucht man das Kunstbein? Das schleppen wir auch schon die ganze Zeit mit uns herum. Hey, da ist Timmy der Affe. Wie geht's, alter Junge? Kann man was mit dir machen? Aber wie ist der hierher gekommen? Timmy, Banane gefällig? Oh. Ich nehme an. Ja, aber wir haben keine Banane, tut mir leid. Was ist mit dem Seestern? Der arme Seestern ist auf der sandigen Küste von Monkey Island verendet. Ich hoffe, es ist nicht klug, die Ruhe der Toten zu stören. Der arme Seestern ist auf der sandigen Küste von Monkey Island verendet. Ich hoffe, mich erwartet nicht das gleiche Schicksal. Ah, okay. Was ist mit der Notiz? An die wachsende Affenpopulation. Die Überbevölkerung der Insel muss ein Ende haben. Es gibt kaum noch Bananen. Gezeichnet H.T. Herman Toothrot. Ja, den können wir sogar mitnehmen. Das ist wie in Monkey Island 1, da konnte man ja auch die ganzen Dinger mitnehmen. So, wo geht's denn überall jetzt hin? Können wir... Ja, da haben wir einen Pfad, wo es rausgeht. Oh, Moment, da ist was. Wo ist es? Das ist wohl die einzige Bananenstaude in der Gegend, die diese heißhungrigen Affen noch nicht zwischen den Fingern hatten. Das kann ich von hier unten nicht erreichen. Brauche ich denn mal einen Bananenpflücker? Ach, das Meer. Spender des Lebens, Zerstörer von Schiffen, Heimat der Fische. Kannst du es mehr mitnehmen? Das hebe ich nicht auf. Ich glaube, ich bin nicht in Form, um nach Mealy Island zurück zu schwimmen. Na, dann nicht. So, und was haben wir da hinten? Anscheinend gar nichts. Nee, da geht's anscheinend nirgends hin. Okay, dann haben wir wohl nur diesen einen Pfad hier und die Bananenstaude. Und natürlich Timmy, der Affe. Und irgendwo auf der Insel Herman Toothrot. Wie es aussieht, hat er Monkey Island nicht verlassen. Ah ja, seit wann gibt's hier einen Vulkan? Da haben wir auf jeden Fall das eingebrochene Dorf im Norden. Wobei, ob die Eingeborenen wieder zurück auf Monkey Island sind, nachdem der Vergnügungspark weg ist. Deswegen sind sie ja in der Teil 3 weggegangen. Auf der rechten Seite haben wir den Affenkopf. Aber die linke Seite? Auf dem Plateau da, auf dem Dings, wo jetzt dieses Schloss ist, das ein bisschen wie Castle Grayskull aussieht. Ja, da war doch immer Herman sein Sitz gewesen. Sieht aus wie ein Haufen Müll. Na dann besuch mal die Lichtung. Herman Toothrot. Oh, aber erstmal eine Sättel noch. An alle LeChuck-fürchtigen Bürger von Monkey Island. Wir laden Sie herzlich zu unserem Bingo-Turnier in der Kirche ein. Jeden Dienstag um 12 Uhr. Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Gezeichnet Vater Rasputin, orthodoxer Säulenheiliger. Dienstagmorgen oder Dienstagnacht? Okay, der ist neu. Und Gott, und LeChuck fürchtig? Wie putzig. Das hebe ich nicht auf. Es gehört sich nicht, das Haus von jemandem zu betreten, ohne zu fragen. Bilde ich mir das ein oder könnte man die Dinger auch mit Bowlingkugeln verwechseln? Ist es ein Hinweis, dass wir das als Bowlingkugel brauchen werden? Moment mal. Jongliere? Macht das Sinn, mit nur einem Ding zu jonglieren? Nein, nicht wirklich, aber vielleicht finden wir ja noch ein paar andere. Ah, es geht nichts über ein warmes Lagerfeuer. Nachts ist es wahrscheinlich noch schöner. Herman! Wo? Hier! Sie sind Herman Toothrot, der Einsiedler von Monkey Island. Bin ich das? Und wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Guybrush Threepwood? Und ich dachte, mein Name wäre bescheuert. Sie haben offenbar Ihr Gedächtnis verloren. Tatsächlich?
Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern können? Wird das jetzt eine Art Regressionstherapie oder was? Ich glaube nicht. Ich habe nämlich keine Lust aufzuwachen und zu glauben, dass ich von Außerirdischen entführt wurde. Versuchen Sie einfach, sich zu erinnern. Was? Ich erinnere mich, dass ich mit einer riesigen Beule neben meiner Hängematte aufgewacht bin. Wann war das? Oh, vor ein paar Stunden. Können Sie sich weiter als ein paar Stunden zurückerinnern? Leider nein. Ist das schlimm? Ich kann mich nicht erinnern. Okay, anscheinend hat er auf seinen Dings geschlafen und dann ist die Kokosnuss, die wir aufgenommen haben, ihn auf den Kopf geflogen und jetzt erinnert er sich an nichts mehr, so würde ich das sagen. Woran können Sie sich erinnern? Ein beschauliches Leben, bis ein völlig verblödetes Kind namens Schiebgut hier auftauchte und behauptete, mein Name wäre Herman. Freut mich, dass Sie nur Ihr Gedächtnis und nicht Ihren Sinn für Humor verloren haben. Denken Sie scharf nach. Erinnern Sie sich an noch etwas? Ich erinnere mich, dass mir jemand eine Menge dummer Fragen gestellt hat, Blondie. Ja, ich glaube, das machen wahrscheinlich wir. Und können Sie sich inzwischen an mehr erinnern? Bevor ich neben meiner Hängematte aufgewacht bin, nein. Okay, wahrscheinlich müssen wir irgendwie sein Gedächtnis wiederherstellen. Ich denke, ich erkunde die unendlichen Weiten Ihres Gehirns später. Wie du meinst. Wie stehen die Aktien auf Monkey Island? Das hier ist eine Insel? Ich brauche Ihre Hilfe. Aha. Ich habe mein Gedächtnis verloren und er braucht meine Hilfe. Wissen Sie noch, wo Ihr Schiff vor Anker liegt? Ich muss wirklich, wirklich nach Mealy Island zurück. Ich habe ein Schiff? Ich dachte, ich bin ein Einsiedler. Ja, schon, aber... Habe ich etwa auch ein Handy? Aber... Ein Einsiedler mit Schiff. Meine Güte. Und Sie wissen wirklich nicht, wo Ihr Schiff ist? Nein. Und ehrlich gesagt, glaube ich deine Geschichte mit dem Einsiedlerschiff auch nicht. Das Einsiedlerschiff. Sie haben vermutlich keine Ahnung, wie man einer ultimativen Beleidigung beikommt, oder? Was soll das sein? Ein großes, mächtiges Voodoo-Dingens. Voodoo? Was ist das? So kommen wir nicht weiter. Ich frage Sie besser was anderes. Es sollte nicht allzu lange her sein, Windelpupser. Bis später, Herman. Wir? Ja, Herman Toothrot hat also sein Gedächtnis verloren. Ist natürlich praktisch. Die hängen nur rum. Das wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen zu heftig gewesen. Vielleicht, ihn erklären zu müssen, warum man ihn im Teil 1 auf der Insel zurückgelassen hat. Das hebe ich nicht auf. Nach der Lua-Bar-Küche und dem Köderladen in Luke Town möchte ich jetzt erstmal keinen Fisch mehr anfassen. Kann ich irgendwie verstehen. Okay, also auf der Lichtung ist auf jeden Fall Herman Toothrot. Da hinten scheint es nicht weiter zu gehen. Naja, gut. Dann haben wir das wohl hier erstmal fertig gemacht. Komm mal später wieder. Hoppala. Sofern Guybrush sich dann bewegt. So. Moment, da war was. Was ist mit der Schlucht hier? Pitcher Canyon. Das hebe ich nicht auf. Halt, du sollst dahin gehen. Ah ja, dann geht er hier runter. Okay. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen auf der Karte teilweise, wo was wie ist. AT, AW, Betrieb der Mine. Sofort aufhören. Sofort. Durch die Arbeit in der Mine entstehen auf unserer heiligen Insel Senkgruben. Gezeichnet JJJ. JJJ, keine Ahnung. Moment mal. Am Kaktus da vorne? Ist das eine Wünschelrute? Schauen wir gleich mal. Das war bestimmt eine klasse Fahrt. Hier? Ach, das ist ein Bananenpflücker. Ein vergoldeter Bananenpflücker. Hey, der Griff ist wie ein Mensch geformt. Komisch, dass ich das beim letzten Mal nicht bemerkt habe. Okay. Wir haben einen Bananenpflücker. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Wünschelrute, aber gut. Da kommen wir wahrscheinlich in die Mine rein. Nein, da will ich noch nicht rein. Kannst du hier irgendwie weitergehen? Ja.
Da drüben ist bloß eine große Ebene. Das ist eine Sackgasse. Zeitverschwendung, sich hier umzuschauen. Na gut, dann gehen wir halt mal in die Mine rein. Wer zum Henker baut hier eine Mine? Stiehlst du etwa mein Goldkleiner? Amen. Das bin ich. Tja, man sieht sich, Goldjunge. Du kannst dich also an Gold erinnern? Das hebe ich nicht auf. An der Decke wachsen jede Menge Wurzeln. Ohne die Wurzeln wäre es nur ein ordinärer Himmel. Ich frage mich, ob das wichtig ist. Die Lore ist wohl entgleist. Kaputt. Moment, der Hebel? Das ist der Hebel für die Weiche. Klemmt wohl. Okay. Kannst du wohl nichts machen. Ein Beutel. Mitnehmen? Sieht ziemlich nutzlos aus. Sieht ziemlich nutzlos aus. Na, dann halt nicht. Was mag wohl hinter dieser Bretterwand sein? Sie ist vernagelt, da komme ich nie durch. Na okay, vielleicht, Moment, da ist auch noch ein Eimer. Vielleicht, wenn wir Brecheisen oder sowas hätten. Ein Loch ist im Eimer. Nein, da ist ein Loch drin. Nein, da ist ein Loch drin. Okay, ein Loch ist im Eimer, kennen wir. Das ist aber nicht besonders sicher, Schwarzpulversäcke neben offenem Feuer zu lagern. Dachte ich auch gerade. Die sehen zu schwer zum Tragen aus. Kannst du vielleicht ein bisschen was davon mitnehmen? Die sehen zu schwer zum Tragen aus. Ob das Fass wohl explodiert, wenn ich darauf schieße? Das hebe ich nicht auf. Ich habe nichts zum Schießen. Und ganz viele, viele Wurzeln. An der Decke wachsen jede Menge Wurzeln. Ohne die Wurzeln wäre es nur ein ordinärer Himmel. Eine große Metalltür. Das hebe ich nicht auf. Von dieser Seite lässt sich die Tür nicht öffnen. Ja, okay. Moment, da ist noch ein Portal. Stockdunkel. Aber ich sehe die Türklinke. Das hebe ich nicht. Durch dieses Portal passe ich auf keinen Fall. Portal. Ach, das wird das diese Luke im Ding sein, schätze ich mal. Naja, okay. Also da können wir wahrscheinlich noch nichts machen. Mich wundert es nur mit diesen ganzen Ranken an der Decke, ob man da vielleicht irgendwie was machen könnte. Oh, wir kommen von da oben jetzt? Huh. Ich frage mich, wie die Felsen sich so arrangiert haben. Das kann ich nicht verwenden. Das hebe ich nicht auf. Und ich glaube auch nicht, dass wir da was haben, um... Eine Kokosnuss wäre hier genauso angebracht wie ein Queen Mom Hut. Also damit scheint es auch was auf sich zu haben mit dieser Formation hier. Da wollte ich nicht hin. Ach, Guybrush. Und dann dauert es wieder so ewig, bis er da mal langgelaufen ist. Okay, also da haben wir dann nicht wirklich was. Wir haben da diese Seite hier. Hübscher Canyon. Ah, das ist die andere Seite. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's ja schon verstanden. Okay, also da haben wir, ich würde es jetzt mit der Maus zeigen, nur die eine Seite von dem Dings, dann die andere Seite. Über die Lava kommen wir natürlich nicht hinweg. Die Schlucht waren wir schon. Können wir auch da einfach lang gehen? Ist da auch irgendwie was? Da ist nur der Strand wieder. Und da ist das Lager. Und mein Headset ist aus. Hallo. Keine Ahnung, warum das gerade aus ist. Jetzt ist es wieder dran. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade wieder ausgegangen ist. Habe ich ja ab und zu jetzt mal schon gehabt, dass es einfach so, warum auch immer, ausgeht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Da mal den Aussichtspunkt. Okay. Das ist wahrscheinlich. Hoppla. Von da oben hat man bestimmt eine schöne Aussicht. Dann gehen wir mal da hoch, hätte ich gesagt. Was ist denn hier kaputt? An der Seite der Klippe ist ein merkwürdiger Kanal. An der Seite der Klippe ist ein merkwürdiger Kanal. An der Seite der Klippe ist ein merkwürdiger Kanal. Und warum habe ich das Eindruck? Normalerweise ist ein Haufen Steine ja nicht so interessant, aber die hier... Ich habe das Eindruck, da müssen wir dann in diese Kanäle was reinschmeißen. Ah ja.
Dann geht's in die Mitte rein. Ich höre noch laufen. Ah, und jetzt kommt er da raus. Okay. Fällt da runter. Geht hierher. Wow. Okay. Das Ding ist aber um einiges größer. Hallo, Timmy. Das Ding ist aber um einiges größer jetzt gewesen, als das, was Guybrush da hebt. Okay, das war die Mitte. Dann probieren wir es mal mit der rechten Seite. Was passiert denn, wenn wir es in der rechten Seite machen? Kann ich in der Zeit eigentlich noch was machen? Ja. Und sie so langsam wie die... Aha. Da hat er die Wurzel gewackelt. Und so langsam wie die laufen, kann man es wahrscheinlich mehrere Sachen jetzt auch machen. Ich frage mich, ob das irgendwie so ein Timer dann ist, wann man das richtig reinschieben muss. Ah ja, dann kommt er hier, fällt hier rein. Und kommt da unten raus. Okay. Und dann haben wir noch die Mitte. Wenn wir dahin machen, der geht, der rechte Seite geht da lang, geht da runter, kommt da runter raus. Wenn ich in die Mitte mache, dann ist der hier lang gegangen, ist hier lang gegangen und darüber gefahren. Hm. Hoppala. Hm. Machen wir nochmal auf die rechte Seite. Ich habe noch keine Ahnung. Nehmen wir den hier. Werfen den mal auf die linke Seite. Was ein bisschen blöd ist, der ist schon viel, viel schneller unterwegs. Ich glaube, auf der Rampe sind keine weiteren Felsen. Dann machen wir es jetzt die Mitte. Und dann nochmal mal von der linken Seite, wenn da sowas passiert. Was passiert, wenn die sich berühren? Haben wir den jetzt umgelenkt in einen? Ich glaube, den einen haben wir umgelenkt. Das heißt... Aber dann geht er da rein. Also, wenn ich ihn in die Mitte tue und auf die linke Seite, dann wird er umgelenkt und geht dann in das andere Dings rein. Und runter. Das hebe ich nicht auf. Also ich habe noch, ist ein Haufen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier mache eigentlich, aber gut. Dann die rechte Seite. Dann warten wir kurz ab auf die linke Seite. Oder müssen die alle drei Wurzeln gleichzeitig? Nee, wieso kommt der jetzt da raus? Hä?
Ich habe ihn doch jetzt durch die Mitte gesetzt und durch die Mitte hieß es doch eigentlich, der kommt. Okay, das muss ich mir nochmal anschauen. Habe ich es jetzt wirklich so gemacht? Ich dachte, ich hätte es jetzt durch die Mitte gemacht und dann ist der doch da rausgekommen. Und das wollte ich eigentlich auf die linke Seite machen, dass er wieder durch den Kanal geht und... Ich habe die rechte Seite genommen, richtig? Ich habe die rechte Seite genommen. Ich glaube, ich muss die linke mit die mittlere nehmen. Und jetzt warten. Ich glaube, so rum. Normalerweise ist ein Haupt... Das war zu spät. Das war zu spät. Ich wollte jetzt, dass die auf jeden Fall da durchgehen noch. Ich bin nicht sicher, ob das was mit den Wurzeln zu tun hat. Meine Überlegung wäre jetzt, dass wenn ich da einen reinmache, die sich dann berühren. Das dauert ja Ewigkeiten, bis der da ist. Eine Sache will ich einfach nochmal probieren. Meine Überlegung ist, dass er dann sich, dass der dann nochmal abgelenkt wird dadurch und durch das eine nach zur Mitte reingeht und dann schmeißt man nochmal auf die linke Seite und dann bewegen sie sich vielleicht und kommen genau da, dass er dann abgelenkt wird und dann kommt das Ding vielleicht in die Mitte rein. Also ich hätte eine Idee, wie das funktionieren könnte. So, dann in die Mitte rein. Dann vielleicht, weil das ja extrem lange dauert, machen wir es gleich in die rechte Seite rein. Und hier müssen wir jetzt kurz warten. Mit der linken Seite. Bis jetzt. Und dann nehmen wir gleich nochmal einen. Und der geht dann auch in die linke Seite. Und zwar jetzt, hätte ich gesagt. Ja. Nee. Der eine ist extrem lang unterwegs. Der ist extrem lange unterwegs. Normalerweise ist er auf dem... Ja, und jetzt kommt er erst. Also wir müssen definitiv erst auf die rechte Seite. Dann müssen wir eine ganze Weile warten. Dann in die Mitte. Vielleicht wenn er an der Wurzel ist. Vielleicht sind die Wurzeln die Dings, weil man was machen muss. Das wäre möglich. Das wäre möglich. Die Wurzeln zeigen an, wann ich wo was reinwerfen muss. Jetzt kommt er, macht das hier. Und sobald der an der Wurzel ist, müssen wir es nochmal auf die linke Seite machen. Also jetzt. Und zack. Nicht abge... Ja, fast. Aber ihr versteht, was ich vorhab, oder? Und ich glaube, es ist tatsächlich, wenn er an der Wurzel ist, müssen wir schmeißen. Und ich denke, so wird es auf jeden Fall funktionieren. Und dann treffen sie sich genau in der Mitte. Und dann geht's in die unteres Ding. Ich muss es noch einmal ausprobieren. So. Also, auf die rechte Seite. Nehmen. Und das mache ich mal Mitte. Jetzt warte ich mal ab, bis er hier ist. So. Das habe ich ja, glaube ich, noch nicht gemacht gehabt, oder? Und linke Seite. Das hatte ich ja, glaube ich, noch nicht gemacht gehabt. Das mit der Idee mit der Wurzel kam ich ja, glaube ich, ja später. Zack. Das hat auf jeden Fall immer ganz gut geklappt. Und jetzt ist die Frage. Zack. Werfen. Zack. Nee. Immer ganz, ganz knapp. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh dran. Ich glaube, ich bin ein ganz kleines bisschen zu früh dran. Aber ich verstehe zwar noch nicht, warum wir das machen, aber ich glaube, das habe ich immer ein bisschen zu früh gemacht. Da muss ich ein ganz kleines bisschen nach der Wurzel warten.
Also jetzt habe ich immer gemacht gehabt. Jetzt haben wir ein ganz kleines bisschen mehr gewartet. Also ich glaube, so müsste es auf jeden Fall... Also ich glaube, das muss mit der Wurzel zu tun haben. Auf der einen Seite hat es ja ganz gut geklappt. So, und das scheint ja auf jeden Fall ganz gut zu klappen. Zack, ablenken. Hoppla. Normalerweise ist ein... Und jetzt nochmal die linke Seite. Zack, es hat geklappt. Es hat geklappt, so habe ich es mir vorgestellt. Und jetzt zack, fupp, und runter. Aha. Okay. Und da haben wir auch schon gesehen, was es gebracht hat. Es hat einen neuen Verbindungsdings geschafft. Es hat da beziehungsweise einen Teil geflutet. Okay, und es war richtig. Ich habe es richtig verstanden, dieses Rätsel. Ja, ich bin froh. Haha. Okay, dann schauen wir mal an, was das wirklich gebracht hat. Noch weiß ich nicht, was es gebracht hat. Warum wir das jetzt so umleiten wollten oder wie auch immer. Wobei, vielleicht kommen wir jetzt irgendwo anders hin. Vielleicht ist jetzt dort das eine Flussbeet, also Lavabeet, ausgetrocknet und wir kommen jetzt woanders hin. Schauen wir mal in der nächsten Folge. Bis morgen. Tschüss.